Hallo liebe Freunde des gepflegten Let's Plays, herzlich willkommen zurück zu NeoCab, wo wir in der letzten Folge ja unseren letzten Fahrgast, den Liam, befördert haben. Und jetzt ruft hier die Savvy uns an. Kurze Rückblende, unsere Freundin, mit der wir, die Lina, der diese Hand hier gehört, zusammenziehen wollen. Und wir sind dafür in die große Stadt Los Ojos gefahren, wo wir als letzte menschliche Taxifahrerin uns gegen diesen Capra-Konzern da durchsetzen müssen. Oder ja, so scheint es zumindest im Moment, dass das unsere einzige Sorge ist. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal wieder ein in NeoCab und warten mal ab, was die Gut uns hier zu sagen hat, die Savvy. Ja, leg mal los, Mädel. Ach, sie hatte vorher schon mal geschrieben, vor 2 Stunden. Weil, sieht's aus, Lina? Wie sieht's aus? Rate mal, wo ich bin. Ich bin immer noch zu Hause, denn ich habe keine Lust. Nein. Das kann man sogar sagen. Schlechte Nachrichten, ich bin wieder in Cactus Flats. Nee, komm, ich antworte ehrlich. Ich spiele das Spiel ehrlich, so wie ich es antworten würde. Also, rate mal, wo ich bin. Ich hoffe in... Ich bin in Los Ojos. Ja, was immer diese Gestik uns jetzt sagen soll. Freudige Erregung. Keine Ahnung. Man sitzt auf einem spitzen Sitzgegenstand und möchte es nicht so zeigen. Ich weiß es nicht. Ich habe fast nichts dabei. Treffen wir uns bei deiner Wohnung. Treffen wir uns bei deiner Wohnung, würde ich sagen. Meinst du unsere neue Wohnung? Nein, ich meine deine Wohnung. Ach so. Ja, klar, wir wollen ja zusammenziehen. Ja, warte mal. Kannst du mich abholen? Abhören? Was rede ich hier schon wieder? Schicke dir einen Marker. Alles okay? Ja, muss noch was für die Arbeit machen. Klar, ich... Kein Problem, ich hole dich ab. Hurra! Kann ich glauben, dass ich dich gleich sehe? Mein Schatz, mein absoluter Lieblingsmensch. Oh my fucking God. Lalalala. Kannst kaum abwarten, Savvyline, oder 3 lustige Smileys. Ich entscheide mich natürlich für die 3 lustigen Smileys. Ja, weiter geht's. Immer noch Nacht 1. Wie lange war es her, seit ich Savvy gesehen hatte? 6 Monate? Nein, 1 Jahr? Erschien unmöglich. Manchmal fiel es mir leicht, so zu tun, als ob sie noch hier war, weil ich überall in Cactus Flats Erinnerungen an sie habe. Meistens fehlte sie mir deshalb nur noch mehr. Niemand versteht mich wie sie. So richtig. Wenn wir zusammen waren, fühlte ich mich gleich mehr wie ich selbst. Oder vielleicht... Mochte ich mich nur mehr. Ich erkannte sie und mein Herz machte einen Freudensprung. Achso, Elhäschen. Elhäschen. Guten Tag. Savvyline. Ja, sie freut sich ja, sie zu sehen. Du siehst fantastisch aus. Alles nur Blendwerk, Hase. Du meine Güte, bist du irgendwie noch hübscher geworden? Verdammt, Lina. Komm schon. Was du in letzter Zeit auch gemacht hast, es funktioniert. Ach, ihr merkt auch, ich habe jetzt hier nicht die Frauenstimme aufgelegt, weil ich glaube, sonst würde ich wahrscheinlich heiser werden oder so. Oder mir irgendwie eine schlimme Halsentzündung zuziehen oder so. Keine Ahnung. Es ist ja auch so wahrscheinlich glaubhaft genug gelesen. Mann, dich zu sehen, das fühlt sich an, als ob ich zu Hause bin. Weißt du, was ich meine? So geht es mir auch. Entschuldige, aber können wir mehr fahren und weniger reden? Irgendwie ist es unheimlich, so nah am Capra Hauptquartier zu sein. Ja, ich dachte schon, dass es seltsam ist, dass du dich hier treffen wolltest. Aber ich war gerade in der Innenstadt und es ist ein riesiger Schandfleck, oder? Ich dachte, das findest du leichter. Jetzt weiß ich ja, wo ich einen Bogen drum machen muss. Danke auch, Capra.
Danke auch, Capra. Genau. Also was? Ach so. Hier ist alles etwas anders als zu Hause in den Flats, oder? Ein Echo unseres letzten Streits kam in den Sinn. Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Wurde ich etwa rot? Mein Brustkorb fühlte sich enger, als ob ich nicht genug Luft bekam. Ich hatte sie egoistisch genannt und geheult, bis sie nicht mehr atmen konnte. Dann hatte ich sie angefleht, nicht wegzugehen. Dachte sie gerade auch daran? Tut mir leid, wie wir auseinandergegangen sind. Ich wollte nur sagen, das ist doch alles Geschichte, längst gegessen. Was hast du dann so gemacht? Erzähl mir alles, was mit deiner Band... Nö, sie interessiert mich, ja. Was hast du dann so gemacht? Erzähl mir alles. Nach einer Weile war ich mal hier und mal da. Erinnerst du dich an den Typen, der meinte, ich könnte bei ihm und seinen Mitbewohnern übernachten? Ich erinnere mich daran, dass er mich immer Lisa genannt hat. Es hat sich dann herausgestellt, dass seine Mitbewohner seine Eltern waren. Die waren so lieb und ihr Haus super schön und, oh mein Gott, so sauber. Aber dann gab uns seine Mutter zu Weihnachten Pullis im Partnerlook. Ich schwöre, in dem Moment spürte ich, wie ich mit dem Eggnog, also mit dem Eierpunsch, in der Hand zu einem kleinen Geist zusammenschrumpfte. Oh Mann. Echt mal, verglichen mit perfekten Familien ist sozialer Aktivismus viel entspannter. Es gibt noch ein paar komische Käuze, die zu viel Angst vor ihren eigenen Schatten haben, um wirklich was zu verändern. Aber damit komme ich klar. Apropos. Ich kann es nicht glauben, dass wir wieder in deinem alten Menu sitzen. Dieses Ding kennt alle meine Geheimnisse. Und du weißt ja, dass ich auch auf Retro stehe, aber... Macht es dir was aus, nicht direkt vor meiner Wohnung zu parken? Es wäre echt nicht gut, wenn es so wirkt, als ob ich für Autos bin. Es ist doch gerade ein großes Thema bei meiner Arbeit, weißt du? Ach ja, klar. Bist du gegen Autos? Achso, das scheint sie ja noch nicht gewusst zu haben, dass sie so ein Aktivist ist wahrscheinlich. Na gut. Bist du gegen Autos? Also schon. Es ist nichts Persönliches, aber das hat mit der Arbeit zu tun. Wir müssen nicht darüber reden, oder? Nicht sofort einen Streit vom Zaun brechen? Das ging für mich in Ordnung. Ist gebongt. Aber Moment. Wohin fahren wir? Wie lautet deine Adresse? Ach ja, halt an. Du wohnst hier? Nein, mir ist nur gerade eingefallen, ich habe ein Geschenk für dich. Oh nein, ich hab nichts für dich. Du bist hier, für immer. Mehr brauche ich nicht, Elhäschen. Okay, ich halte an. Mach die Augen zu und streck deine rechte Hand aus. Willst du... Nein, im Gegensatz zu dir werde ich kein Insekt drauflegen, du Psychopath. Es war kein Insekt, es war eine Raupe. Und sie war flauschig. Ich kann mich gut daran erinnern. Los, gib mir deine Hand. Ich hatte vergessen, wie winzig ihre Hände waren und immer so kalt. Und jetzt kommt ein Riesenkäfer. Oder eine tote Maus. Wie können deine Finger mitten in der Wüste so kalt sein? Muss das Eis in meinen Adern sein? Jace jammert immer deswegen. Wer ist Jace? Sie befestigte etwas Metallisches an meinem Arm. Wenn du die Augen nicht zumachst, dann hör wenigstens auf rumzuzappeln. Es zog sich zusammen, bis es eng an meinem Handgelenk saß. Eine tote Maus. Nein. Ein Armband. Oh. Ah. Es zog sich zusammen. Achso. Jetzt haben wir hier links so eine komische Skala gekriegt. Oder irgendwie so ein Stimmungsband oder so.
Wow! Was ist das? Das ist ein Feelgrid, ein Biofeedback-Gerät, 6. Generation für all deine Gefühle. Offenes Buch? Aha, interessant. Die Farbe und Intensität spiegeln deine Stimmung wider, also genau wie du dich in deinem Körper genau jetzt fühlst. Es ist gelb, was bedeutet, dass du dich positiv fühlst. Aha, okay. Grün hätte ich jetzt vielleicht gedacht, aber naja. Wahrscheinlich wegen meinem genialen Geschmack. Weil sie hat ja hier auch so ein grünes Leuchten. Wahrscheinlich hat sie das gleiche Modell hier irgendwie als Halskette oder so. Ich habe es als Halskette. Ach ja, siehst du, Wohlfühlgrün. Jetzt können wir beide unser emotionales Wohlbefinden voll und ganz im Auge behalten. Was ich ja super toll finden würde, wäre ich jetzt Lina. Du weißt schon, Achtsamkeit und der ganze Müll. No Saviland, es ist die beste Armbandkette für Freundinnen, die es je gab. Ja, naja, ich bin auch keine Frau, vielleicht kann ich mich da nicht reinversetzen. Genau. Es liest also meine Gehirnströme? Wurde es von Google gemacht? Nein. Nein, dein Blut. Ah, das ist von Facebook. Muss das Blut sein? Ja, weil es im Gegensatz zu Menschen niemals lügt. Alles, was wir fühlen, geht auf eine chemische Reaktion zurück, die in unserem Gehirn ausgelöst wurde, oder? Das hat also einen kleinen Sensor, der die ganzen Moleküle analysiert, die durch deine Adern fließen. Genau, was ich brauchte. Ja, das gefällt mir am besten. Genau, was ich brauchte. Noch mehr Technologie in meinem Leben. Siehst du, gerade ist es blau geworden. Was bedeutet, dass du etwas deprimiert bist? Wo ist es denn blau? Sieht für mich gelb aus. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen farbenblind oder so. Es gibt 4 Grundfarben. Blau ist deprimiert, erschöpft und so weiter. Und gelb ist das Gegenteil. Glücklich, sonnig, aufgeregt und die andere Art von Erregung. Ah, die andere Art von Erregung. Oh, hoffentlich werden wir das oft in diesem Spiel sehen. Also scheint denn ja auch das so ein Indikator dafür zu sein, wie der Spielverlauf sich gestaltet, nehme ich mal an. Und auch das Spielende damit, aber... Achso, ich wollte noch mal ein paar Worte zu dem Spielende generell mal verlieren. Es ist beim ersten Durchspielen, glaube ich, gar nicht möglich, alle Fahrgäste mitzunehmen. Ich werde das Spiel aber nur einmal durchspielen. Dafür ist es dann doch etwas zu viel Text. Und man kann halt auch die vorherigen Fahrten beim zweiten Durchspielen nicht überspringen. Also ich müsste es wirklich komplett von vorne machen. Und keine Ahnung, vielleicht mal ein Bonusvideo für alle Möglichkeiten oder so, aber das weiß ich noch nicht. Ja, nur mal so als kleine Info, dass ich jetzt nicht alles machen werde und vielleicht animiert euch das ja zum Nachspielen. Wer weiß. Vielleicht tue ich dann mit noch eine gute Tat für euch. Wer weiß das schon. Also gut, Rot ist wütend, ängstlich, aufgewühlt und Grün ist super entspannt. So, wow. Ich weiß nicht, ich dachte, es wäre interessant für dich, deine Farben zu sehen. Menschen sind manchmal so falsch, oder? Aber alle, die ich kenne und die ein Feelgrid haben, für die ist es wie eine emotionale Superkraft. Jetzt ist es für mich ganz natürlich, authentisch zu sein. Selbst nach monatelanger Funkstille hatte sie mich völlig durchschaut. Und sie hatte nicht mal gesehen, wie ich gerade mit Liam umgesprungen war. Ehrlich gesagt war ich in letzter Zeit etwas durcheinander. Damit es weiß. Ehrlich gesagt war ich in letzter Zeit etwas durcheinander. Verstehe ich. Das Ding sagt dir nur, dass das, was du fühlst, echt ist und dass es vorübergehend ist. Außerdem kannst du jetzt erkennen, wenn deine Fahrgäste sich zu viel rausnehmen. Oh. Und die anderen sehen es ja auch. Wenn das Feelgrid zu blau wird, solltest du lieber eine Pause einlegen. Zu viel rot, dann musst du ihm Paroli bieten, okay? Explodiert es sonst? Nein, aber du vielleicht. Oh. Hoffentlich meint sie das auf einer emotionalen Ebene. Ja. Und ich weiß, wie das läuft. Dein Armband sagt den Leuten, dass sie dich nerven. Dann musst du es nicht selbst machen. Ich weiß, Konfrontationen sind eher mein Ding. Aber wie du siehst, surfe ich gerne auf einer entspannten grünen Welle. Oh Gott. Ja, das kann... Wird sich bestimmt auch nochmal ändern. Oder das Gerät ist gehackt. Wer weiß das schon? Die Coolness selbst. Lina, sagst du es immer noch falsch? Was? Wie heißt es denn?
Ah, jetzt bin ich hier rot geworden. Jetzt sieht man es jetzt auch nochmal. Ruhe. Die Ruhe selbst. Ach, ich hab dich so vermisst. Mann, das werde ich mir nie merken. Du hast mir auch gefühlt, Savvy. Siehst du, jetzt weiß ich, dass ich dich glücklich und nicht wütend gemacht habe. Das Ding ist kaputt, ich bin total wütend. Warum sollte ich wütend sein? Ich will nicht für Wind rummachen, aber wie wir uns gestritten haben, bevor ich aus Cactus Flats weg bin. Ah, doch nicht gehackt. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich weiß. Oh, wir werden etwas entspannter. Ich will wirklich nicht, dass meine Gefühle jemanden verärgern. Denn ist das Geschenk ja wirklich das ideale Geschenk gewesen, wenn es zwischen euch beiden nicht ganz so glatt geht und so. Die Ohrringe, die leuchten jetzt einfach nur, dieses Halsding da oder was. Hm. Aber du fühlst nun mal Sachen, und zwar ziemlich viele. Was ich an dir total toll finde, dass du hast so ein großes Herz und wie du fühlst. Warum bist du denn wütend? Das ist wunderbar, jetzt sieht man, wie wunderbar du das findest. Aber wenn du alles in dich reinfrisst, geht es davon nicht weg. Und wenn dann alles rauskommt, ist es intensiv, wie damals. Ich werde langsam entspannt, habe ich das Gefühl. Ich hatte einen Kloß im Hals und konnte nichts dagegen sagen. Aha, okay, warum auch immer, warum er es dann anbietet oder so, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich vorher etwas anderes antworten müssen oder so. Komischerweise ist jetzt unsere Batterieanzeige hier auch wieder ein bisschen voller, warum auch immer. Na gut, vielleicht hat sie ein bisschen nachgetankt oder, ja, nachgetankt oder aufgeladen in der Zwischenzeit, weiß man ja auch nicht. Was bedeutet das hier eigentlich? Na, egal. Du hast recht. Ach, vielleicht ist das abhängig von dem Stimmungsband, was ich sagen kann. Ah, okay. Ja, wir werden sehen, was sich da so entwickelt mit. Tut mir leid. Aber ich bin hier und du bist hier und wir fangen wieder von vorn an. Sind nicht mehr sauer. Und wir... Ich wollte es nicht riskieren, sie wütend zu machen. Das Gefühl in meinem Brustkorb würde vergehen. Okay. Und wir sind nicht mehr sauer, oder? Da kannst du Gift drauf nehmen. Die Schwere auf meinem Brustkorb ließ nach. Wir waren wieder auf einer Wellenlänge. Über die ernsten Sachen konnten wir später reden. Jetzt hatten Savvy und ich alle Zeit der Welt. Also, wie kommen wir zu deiner Wohnung? Mein Pyjama ruft schon nach mir. Oh Mist, das tut mir echt leid, aber... Kannst du mich schnell erst woanders hinbringen? Klar, wo fahren wir hin? Ehrlich gesagt will ich, dass du mich absetzt. Es gibt da einen Typen und glaub mir, es ist das reinste Chaos, du willst es gar nicht wissen. Ich würde eigentlich kein Feierabend machen. Ja, sie ist lange genug gefahren, warum nicht? Ich würde eigentlich kein Feierabend machen. Ich weiß, es tut mir echt leid. Ich habe auf der Arbeit Mist gebaut. Jetzt muss ich es schnell gerade biegen, bevor ich richtig Ärger bekomme. Ich wünschte, wir könnten einfach nur unsere Pyjamas anziehen und Wein trinken, statt mir aus der Patsche zu helfen. Es ist mir echt peinlich. Alles okay? Ja, alles wird gut. Ich muss nur noch eine kleine Sache erledigen, bevor das Fass überläuft. Dann kann ich meinen Job behalten. Ich mache 3 Kreuze. Und wir müssen uns keine billigere Wohnung suchen. Das war ein Witz. Es klang nicht, als ob sie einen Witz machte. Noch nie hatte sie einen Job so ernst genommen oder Geldprobleme auch nur angedeutet. Vielleicht würden wir dieses Mal mehr Gemeinsamkeiten haben. Kein Problem, ich mache das. Du bist die Beste. Wirklich. Also... Ach, Gelb war jetzt aufgeregt, glaube ich, ne? Naja. Du bist auch die Beste. Er wohnt in einem komischen Wohnheim für Reiche namens Kinfolk.
Da läuft lauter Techie-Abschaum rum. Das klingt ja toll. Siehst du, du verpasst überhaupt nichts, glaub es mir. Er will schon länger in diesen Club und heute Abend kann ich es arrangieren. Aber du solltest dich später auf jeden Fall mit mir und Jace treffen. Du kannst doch einfach noch einen Fahrgast fahren, oder? Wer weiß, vielleicht ist es ein heißer Typ, der dir L.O. zeigen will. Moment. Jetzt aber mal im Ernst, wer ist Jace? Mein Typ. Wir sind noch nicht lange zusammen, aber unsere Beziehung ist super intensiv, wie Sonnenschein, Schmetterling und solches Zeug. Ich wette, du wirst ihn total mögen. Ich kann auch versuchen, dich auf die Liste zu setzen. Ich sage Jace nur kurz Bescheid. Ich will nur mit dir rumhängen. Ich will aber nur mit dir rumhängen. Das wirst du bald. Also, wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, cool, okay. Er sagt, er schickt dir bald die Infos. Super, dann warte ich auf die Infos. Ich muss das nur erledigen, dann kannst du kommen. Also, wann... Ach, da ist es, Kinfolk. Ich schreibe dir in spätestens einer Stunde, okay? Und dann treffen wir uns. Jo, dann. Klingt gut. Bis bald, Mitbewohnerin. Willkommen in L.O. und vergiss nicht. Nimm nächstes Mal einen hübschen Fahrgast. Aha. Und tschüss, Savvy. Ich sah zu, wie sie die leuchtenden Stufen hochhüpft und am riesigen Wohnhochhaus verschwand, halb Raumschiff, halb Gewächshaus, mit leuchtenden Dreiecken dekoriert. Was war das für ein Gebäude? Um mich herum schwirrten so viele Capra-Autos, als ob ich mich in einem Nest befand. Und hinter getönten Scheiben runzelten Leute die Stirn, als sie mein Auto sahen. Sie hatten recht. Ich war ja falsch. Ich sollte bei Savvy sein und selbst für sie... Jetzt für sie. Achso. Ja, so ein bisschen Zweifel habe ich jetzt schon. Also, ich meine, sie hat sich so gefreut und jetzt, ist sie hier mehr oder weniger zum Kurierdienst verkommen. Vielleicht hatte ich unsere Freundschaft falsch eingeschätzt. Vielleicht hatte sie sich verändert. Aber es war nur ein Umweg, kein großes Ding. Ich würde noch einen Fahrgast fahren, um etwas Coin zu scheppeln. Und dann würden wir wieder zusammen sein. Mit Savvy war eben immer alles spontan und ohne sie war ich einfach nie so glücklich wie mit ihr. Wie mit ihr, ach so. Feelgrid, hallo, wie fühlen Sie sich heute? Ihr neues Feelgrid ist ein Bio-Feedback-Gerät, das Ihren emotionalen Zustand als Farbe anzeigt. Gelb, grün, blau oder rot. Intensiv auf gute Art, bla bla bla. Ihr Feelgrid misst zudem die Intensität ihrer Emotionen auf drei Ebenen, niedrig, mittel und hoch. Je stärker ihr Feelgrid leuchtet, desto intensiver sind ihre Gefühle. Der Circumflex, raffinierter wissenschaftlicher Begriff. Diese Karte stellt das volle Spektrum an Emotionen dar. Uiuiui, ja selbst die Unliebsamen. Gott, das ist ja totale Kontrolle. Das ist ja wie Alexa in Farbe. Jedes Segment bezeichnet einen einzigartigen Zustand. Selbst wenn Sie also einen ganzen Wirrwarr an Gefühlen empfinden, zeigt Ihnen Ihr Feelgrid, welches gerade wirklich aktuell ist. Auch wenn es etwas unangenehm ist. Ah, hier sehen wir es. Wütend beunruhigt im roten Bereich, hier im gelben aufgedreht und fröhlich. Oben und unten. Lethargisch und deprimiert im blauen Bereich und ruhig entspannt im grünen. Ah, hier positiv, negativ. Heißer, kühler? Aha. Hören Sie auf Ihr Gefühl, beachten Sie, was Sie denken und reagieren, wenn Sie in den einzelnen Farben sind. Der Zweck des Feelgrid besteht darin, die Gefühle in Ihrem Körper zu beleuchten, um Ihre Aufmerksamkeit für emotionales Bewusstsein zu fördern. Nett. Bleiben Sie zentriert. Es gibt keine schlechten Emotionen, wirklich. Denken Sie nur daran, dass die dunkleren Außenrinde der Karte für intensivere Gefühle stehen, während die helleren Töne in der Mitte entspannter sind. Cool. Ein letzter Hinweis. Kann in Wasser explodieren. Nein. Alle Emotionen haben ihre Berechtigung, außer die äußeren Ränder des Feelgrid. Sollen Ihnen etwas sagen. Aber die äußeren Ränder des Feelgrid. Feelgrid Ränder. Die äußeren Ränder.
aber die äußeren Ränder des Feelgrids sollen ihnen etwas sagen. Zum Beispiel, dass es Zeit ist, eine Pause oder ein Nickerchen zu machen oder sich einfach kurz noch einmal zu zentrieren. Und jetzt holen sie tief Luft und dann alles Gute da draußen. Toll. Aktueller Status, sie sind im blauen Bereich. Sie verspüren möglicherweise Traurigkeit, Depression oder Verzweiflung. Ja, wegen wem das wohl jetzt ist, ne? Wegen Sammy wahrscheinlich. Im blauen Bereich erreicht ihr Körper sein niedrigstes Energieniveau in negativer Hinsicht. Ihnen fehlt vermutlich die Motivation für einfachste Tätigkeiten wie Essen, die Beschäftigung mit Hobbys oder die Selbstpflege. Sie sind leicht beeinflussbar und haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Verbessern Sie Ihre Stimmung, indem Sie einfach mit einem vertrauten Freund reden oder sich sportlich betätigen. Das haben wir schon angeguckt. Okay, dann können wir raus hier. Nicht FDA geprüft, was immer das heißen mag. So, wir haben auch eine Fahrgastanfrage. Das haben wir mit einem Tagebucheintrag. Ah, Jay schickt dir die Infos. Ah, sie hat die Faxen dicke von deinem tollen DJ auch. Damit das klar ist. So, auch hier können wir jetzt nochmal auf unseren Feelgrid zugreifen. Und wir haben ja immer noch die Fahrgastanfragen offen. Sind denn diese Herrschaften sind jetzt weg von da oben? Keine Ahnung, wie wir die jetzt hätten kriegen können. Ah, vielleicht bekommen wir die noch. Unzureichende Ladung. Habe ich wahrscheinlich für alle jetzt, ja. Aber hier ist ja so eine komische Tanke in der Nähe, den würde ich die mal anklicken. Nur Coin, keine US-Dollar. Okay, starten wir mal. Die definitive Zeit zum Aufladen und von dem seltsamen Summen der Ladestation wurde mir immer ganz wattig im Kopf. Das fand ich irgendwie toll, auch wenn es mir wahrscheinlich die Gehirnzellen wegwurzelte. Der Preis betrug 1,32 pro Balken, etwas teuer, aber was sollte ich machen? Ach, jetzt muss man auch noch entscheiden, ob man den volltankt und mehr Touren dann machen kann. Nee, ich muss schon tanken. 5, 4. Ach, tanken voll. Ich dachte über meine nächsten Schritte nach. So, es wurde, glaube ich, abgespeichert. Genau, und wir können uns jetzt in der nächsten Folge dann nämlich einen Fahrgast aussuchen. Das werden dann die drei Herrschaften hier sein. Müssen wir mal schauen, wer das ist. Dieses Anarcho-Ding interessiert mich ja am meisten. Er aber auch. Weiß noch nicht, was ich tue. Auf jeden Fall werde ich die Folge jetzt mal beenden. War ja doch ein bisschen Savvy-lastig, die Folge, die uns ein bisschen ins Boxhorn gejagt hat hier und uns sich mehr oder weniger nur kutschieren lassen hat von uns. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß bei NeoCap und das ist jetzt nicht allzu textlastig, aber das haben Visual Novels immer so an sich. Ja, besonders lang wird das Spiel auch nicht sein, also bin jetzt auch nicht so unbedingt der Fan vom ewigen Lesen und mag das dann auch lieber, wenn so ein bisschen die Steuerung, die Handlung mit einer gesteuerten Figur vorangetrieben wird, als nur durch Text. Aber trotzdem mag ich das Spiel irgendwie. Hat eine schöne Atmosphäre. Schöne Musik auch. So ein bisschen Cyberpunk-mäßig finde ich eigentlich ganz cool. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid bei NeoCap. Und ja, vielen Dank fürs Schauen. Bis dahin und tschüss.